herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder ein Unboxing für euch. Ich habe heute zwei Pakete von Jom bekommen und ich denke, das sind jetzt kleinere Bilder. Ich hoffe, ich habe recht. Ich denke, das sind die Bilder, auf die habe ich jetzt 4 Wochen lang gewartet. Und ich habe schon gedacht, da ist irgendetwas passiert. Aber heute ist es angekommen. Also ich hoffe, dass es das ist, was ich mir denke. Und ich möchte das heute mit euch zusammen auspacken. Und gleich das erste anschauen. So. Ja. Ein ganz normales Toolkit, so wie immer, grüne Schiffchen, Wachsblättchen und Stift ohne Aufsetzer. Und das Bild ist 30x30. Oh oh. Ich sehe gerade, ja, das ist ein Teilbild. Das ist für mich nicht so rübergekommen. Aber gut. Ist ja egal. Ist ja nicht mein erstes Teilbild, weil mein erstes Bild, das ich gepaintet habe, war die Minimaus. Und da war auch nur, also diese Minimaus zu painten und der Hintergrund war weiß halt. Ne? So. Ja, ich zeige euch mal das Motiv. Eine wunderschöne Katze. Die hat mir nämlich so gut gefallen. Die ist so wie neonartig rübergekommen. Und ja, also wie gesagt, ich habe das nicht registriert, dass das ein Teilbild ist, aber gut. Wir haben hier 20 Farben, runde Steinchen, dunkle Farben auch dabei, wie Schwarz und so. Ja. Na gut. Haben wir wieder einmal ein Teilbild erhalten. Ja, und meine Frage an euch, geht es euch auch so, wenn ihr ein größeres Bild fertig habt, dass ihr dann Lust auf was Kleineres habt? Das würde mich auch interessieren. Schreibt es mir in den Kommentaren. Ja, das zweite Bild, wieder grüne Schiefchen, Standard, ohne Aufsatz, Wachsblättchen und hier ist ein Säckchen dabei mit Zip. Die sind immer ganz praktisch, wenn man Steinchen aufheben möchte oder so. Dieses Bild hat auch 30x30 und jetzt ja, ist dieses Motiv, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, das ist eine süße Katze, die sich in einem Aquarium spiegelt. Das Motiv hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu klein ist. Dass es nicht zu verpixelt aussieht dann. Ja. Ich mache nur ein Stück auf. Kann man ganz gut erkennen, muss ich sagen. Und außerdem, es ist wieder einmal ein dunkles Bild. Aber mit meinem LED-Bett geht das dann schon. Ja, auch hier runde Steinchen. Da haben wir nur 9 Farben. 9 Farben nur. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Wir werden sehen, wenn ich es dann irgendwann painte. Ja, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt
ein paar Tage nicht gepaintet, weil es war sehr heiß. Ich habe in der Wohnung 26 Grad und da ist mir eigentlich zu heiß zum Painten. Ja, ich bin jetzt zwei Drittel habe ich fertig vom Harry Potter. Den werde ich euch dann irgendwann mal zeigen, wie weit ich bin. Ja, das war mein Unpacking. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben oder ein kostenloses Abo hier lassen würdet. Ansonsten sehen wir uns wieder, wenn ihr mögt, in meinem nächsten Video. Tschüss!